Ja, hallo Lisa, herzlich willkommen hier in Blomberg. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, hi Fabi, sehr gerne. Wie hast du dich so eingelebt? Wie waren so deine ersten Wochen hier in Blomberg? Sind ja jetzt auch schon einen Monat, den du hier bist. Ja, die ersten 4 Wochen waren sehr gut. Ich muss sagen, ich habe mich sehr gut eingelebt. Das ganze Umfeld, aber auch die Mannschaft, die haben es mir sehr leicht gemacht, mir hier im Lippeland sich wohlzufühlen. Deine Schwester hat ja auch schon mal hier gespielt vor einigen Jahren. Konntest du dir noch den einen oder anderen Tipp geben hier für die Region oder was du mal ausprobieren sollst oder was für Tipps du wahrnehmen solltest von ihr aus ihrer Erfahrung? Tipps an sich so nicht, aber sie hat mir natürlich dazu geraten, dass ich diesen Schritt wagen soll und mich dazu gemutigt, dass ich das auch den Schritt wagen soll. Ja, du sprichst schon an, Abenteuer und den Schritt, war ja ein sehr später Wechsel, wirklich Last-Minute-Transfer sozusagen, dann von Göppingen hier zur HSG. Was waren denn die Gründe überhaupt, dass das so kurzfristig noch geklappt hat, beziehungsweise einfach, dass du die Entscheidung getroffen hast, ich möchte den Schritt noch gehen und zur HSG wechseln? Ja, als der erste Kontakt da war mit dem Staff, war für mich eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich diesen Schritt gehen möchte. Also ich meine, wenn du ein Angebot wieder von der ersten Bundesliga kriegst und dann noch von so einem Verein wie die HSG Blomberg-Lippe, die so professionell arbeitet, wo so eine coole Stimmung in der Halle ist, da muss man, glaube ich, nicht so lange überlegen, um da Ja zu sagen. Und eben dann auch mit Kontakt mit der Familie, mit meiner Schwester, da war es eigentlich klar, dass ich diesen Schritt machen möchte. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr euphorisch. Du hast schon gesagt, du fühlst dich ja sehr wohl. Wie hast du dich mit deinen Mitspielerinnen eingewöhnt oder eingelebt? Ist das auch ein sehr angenehmes Verhältnis? Und was ist so der größte Unterschied zu deinen letzten Stationen? Gibt es da irgendwelche Unterschiede, wo du sagst, das war einfach anders und das ist hier besonders? Ja, so wie gesagt, die Mädels haben mir das Ganze sehr leicht gemacht, dass ich mich hier wohlfühle. Es waren ja auch schon zwei altbekannte Gesichter dabei, wo auch schon mit meiner Schwester Noelle zusammengespielt haben. Genau, und so der größte Unterschied ist, dass ich fast täglich Muskelkater habe. Also die Intensität ist sehr hart hier. Wir spielen sehr viel Parteiball, das habe ich so noch nie gemacht in diesen vielen Varianten. Und es wird einfach viel gerannt und ja, also die Intensität und die Anzahl Trainings ist schon mal noch eine andere Nummer, wie ich das bisher gehabt habe. Ja, das klingt auf jeden Fall alles sehr gut und dass du dich ja sehr wohl fühlst. Eine abschließende Frage noch. Welche Ziele hast du dir persönlich für die neue Saison gesetzt? Natürlich einmal mit der HSG hier in Blomberg, aber ihr seid ja auch mit der Schweiz für die Europameisterschaft im November qualifiziert. Also was für Ziele hast du dir für die neue Saison gesteckt? Ja, erstmal möchte ich mich hier in Blomberg gut einleben, wieder gut an das erste Bundesliga-Niveau mich rantasten und dann auch die Mannschaft gut in der Abwehr unterstützen, was so mein Steckenpferd ist, aber natürlich auch im Angriff, dass ich mich da weiterentwickeln möchte. Und genau für die Nationalmannschaft geht es zur EM im November. Da haben wir uns erstmalig dafür qualifiziert. Und da heißt es einfach erstmal internationale Luft schnuppern, die Zeit auch genießen, schauen, was drin liegt, weil dann 2024 die Heim-EM für uns auf dem Kalender liegt. Und dann schauen wir mal, was da drin liegt. Spannende Herausforderungen in den nächsten Jahren auf jeden Fall vor dir. Zum Abschluss machen wir noch ein kleines Entweder-Oder-Spiel, damit ich unsere Zuschauer noch ein bisschen kennenlernen, einmal sportlich und natürlich auch privat. Kannst gerne antworten und dann in einem kurzen Satz erklären, warum. Kommen wir zur ersten Frage: Schlagwurf oder Sprungwurf? Du bist zwar eher die Abwehrspielerin, aber wenn es mal nach vorne geht. Sprungwurf tatsächlich. Okay. Entscheidendes Tor werfen oder den entscheidenden Wurf verteidigen? Was lieber? Früher hätte ich gesagt, entscheidendes Tor werfen, aber in den letzten Jahren wurde ich eher zur Abwehrspielerin und deshalb würde ich jetzt im Moment sagen, entscheidendes Tor verteidigen. Habe ich mir fast gedacht. Deutscher Meister mit der HSG oder Qualifikation für die Weltmeisterschaft mit der Schweiz? Uff, das ist eine sehr schwierige Frage. Beides eindeutig. Also deutscher Meister zu werden, wäre natürlich der Oberhammer. Das kann man nicht abstreiten, aber sich auch für eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren, ist auch Wäre unbeschreiblich. ein Also Traum ja, nochmal, ne? wäre beides sind große Träume. Ja, du sprichst es schon an, die Intensität ist sehr hoch hier im Training, wenn du dir was aussuchen dürftest. Abwehrtraining oder Angriffstraining? Abwehrtraining. Macht dann doch Wird mehr nicht so Spaß, viel ne? Parteiball gespielt. Das stimmt, das stimmt. Ja, du kommst ja aus der Schweiz, deswegen noch eine typische Frage für die Schweiz. Skifahren oder wandern gehen? Skifahren. Wirklich? Ja. Jeden Winter immer schön auf den Skiern unterwegs? Ja, die letzten Jahre kam das leider zu kurz, Ja. wegen Handball natürlich, Ja. aber eigentlich ein richtiger Schweizer kann Skifahren. Okay, eine abschließende Entweder-Oder-Frage noch. Schweizer Küche oder die deutsche? Die kann ich ziemlich deutlich mit Schweizer Küche beantworten. Vielleicht kriegen wir ja mal eine kleine Kostprobe hier in der Mannschaft. Lassen wir uns Ja, gerne kriegt überraschen. Schweizer Käse. Ist gut. Das ist ein guter Plan. Alles klar. Vielen Dank fürs Interview, viel Erfolg für die neue Saison und viel Spaß im Trainingslager.